O Gott, himmlischer Vater, in dieser kostbaren Abendstunde versammeln wir uns vor dir, um unsere Herzen zu öffnen und uns in tiefer Verbundenheit zu dir zu wenden. Wir wissen, dass du uns in Liebe und Gnade umhüllst, und wir wollen uns in dieser Zeit ganz bewusst deiner Gegenwart hingeben. Wir beginnen dieses Gebet, indem wir uns daran erinnern, wie groß und wunderbar du bist. Du hast das Universum erschaffen, die Sterne an den Himmel gesetzt und die Erde mit ihrer Schönheit und Vielfalt ausgestattet. Du bist der Schöpfer des Lebens und der Ursprung aller Dinge, und wir preisen dich für deine unendliche Weisheit und Macht. In Jesu Namen kommen wir vor dich, denn durch ihn haben wir eine Brücke zu dir, unserem himmlischen Vater, gefunden. Jesu Liebe und Opfer haben uns Vergebung und Erlösung gebracht, und wir sind zutiefst dankbar für seine bedingungslose Hingabe an uns. In diesem Gebet wollen wir dir all unsere Freuden und Sorgen offenbaren. Wir danken dir für die Momente der Freude und des Glücks, die wir erfahren durften. Danke für die Geschenke des Lebens, für unsere Familien und Freunde, für die Gesundheit, die du uns schenkst, und für die Möglichkeiten, die du uns jeden Tag gibst. Aber wir wollen auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten nicht vergessen, denen wir gegenüberstehen. In diesen Momenten der Angst und Unsicherheit bitten wir dich um Mut und Stärke. Hilf uns, unseren Glauben nicht zu verlieren und fest an deiner Führung und Fürsorge festzuhalten. Bitte sei bei denen, die krank sind oder leiden, sei bei den Trauernden und den Verzweifelten. Lass sie deine Heilung und Trost erfahren und schenke ihnen neue Hoffnung. Herr, wir wollen auch für unsere Welt beten. Sie ist gezeichnet von Konflikten, Ungerechtigkeit und Leid. Bitte lenke die Herzen der Menschen auf den Weg des Friedens und der Versöhnung. Berühre die Politiker und Entscheidungsträger, damit sie weise und gerecht handeln. Schenke uns den Mut, uns für die Schwachen einzusetzen und unsere Mitmenschen bedingungslos zu lieben. Wir bitten dich, segne unseren Kanal und die Inhalte, die wir dort teilen. Mögen sie Menschen erreichen und inspirieren, mögen sie zum Nachdenken anregen und Herzen berühren. Wenn es deine Absicht ist, mögen viele Menschen unseren Kanal abonnieren und Teil dieser wachsenden Gemeinschaft werden. Herr, wir vertrauen darauf, dass du unsere Gebete erhörst und dass du immer bei uns bist. Wir verlassen uns auf deine Führung und deine Weisheit und geben uns ganz in deine Hände. In Jesu Namen beten wir dieses Gebet. Amen.